So, liebe Freunde, Tag 2. Wir sind zurück bei Sebi in der Halle. Wieder mal einen großen Dank an Sebi, dass wir das hier machen dürfen. Trocken und dank dem von uns gesponserten Druckluft-Heizpilzgerät, Blas, Feuer, Drache. Wird es ja auch richtig geil warm. Und wir können hier ganz entspannt bei Außentemperatur von 3 Grad arbeiten. So, wir werden jetzt hier unser schönes Air Raid Setup einmal auseinanderbauen nochmal, denn die Platte wird lasiert. Da habe ich eine schöne Lasur gekauft in der Farbe Palisander. Also das dürfte eigentlich auch schön dunkel werden, vielleicht sogar beinahe schwarz. Und ja, das machen wir jetzt noch. Dann bauen wir das Ganze final zusammen, also mit Gewindedichtmittel. Und dann packen wir das ins Auto, gucken mal, wie es aussieht und dann ja, sind wir fertig für diese Woche. Genau. Wir legen los. Gut, wir fangen jetzt mit der Unterseite an, die auf jeden Fall deutlich ledierter ist. Beim Durchbohren ist das immer ganz gut ausgebrochen, aber das ist ja egal, die sieht man nachher nicht mehr. Trotzdem werden wir die auch lasieren. Wir fangen mit der Unterseite an, das werden wir die Platte nachher umdrehen, dass wenn es zerkratzt, die Unterseite zerkratzt und nicht so, es nicht so wild ist. Und ich habe jetzt schon mal hier die erste Schicht drauf und das gefällt mir farblich schon sehr gut. Ich glaube, mit den Messingleitungen wird das super, super geil aussehen. Deshalb, ja, mache ich jetzt mal weiter. Vielleicht so 2-3 Schichten. Dann sollte das ganz gut aussehen. Und ich mache das mit einem alten Tuch. Da habe ich immer die besten Ergebnisse mit dem Einreiben, anstatt mit der Rolle oder sowas. Das wird schon richtig gut. Das sieht übel edel aus. Vor allem die Struktur kommt richtig gut raus. Na, die Maserung ist echt der Hammer, das sieht echt, echt geil aus. Aber das habe ich mir schon gedacht, Kiefer ist dafür halt wirklich absolut perfekt. Weißt du, mit dem Lappen kannst du schön einmassieren. Das ist allerfeinste Sahne. Während die Holzplatte da jetzt noch gut abtrocknet und ablüftet, nehmen wir uns jetzt mal hier meinen Kofferraumteppich vor, weil die 27 Jahre sind auch nicht so ganz spurlos an dem vorbeigegangen. Deswegen haben wir so einen schönen Nasssauger, wo Sebi gerade versucht zu verstehen, wie der funktioniert. Aber das sollten wir dann hinbekommen. Und dann wird der einmal wieder richtig schön sauber gemacht. Dann brauche ich noch eine zweite Platte. Die kommt dann unter den Teppich. Dort wird das Ganze nachher drauf verschraubt. Und dann sieht das gut aus. Und dann sieht das schön aus. Und dann sind wir zufrieden mit der Arbeit. Genau, weil ich würde heute schon gerne das ganze Ding mal einmal im Kofferraum haben. Das wäre natürlich glanzvoll. Guck mal, wie dick mein Bauch ist im Schatten. Das ist zum Aufmachen, ne? Okay. Probier dein Glück. Ja, einstecken. Ah, ja, ja, okay. Cut. So. Alter, ist der laut. Wow, also es sieht aus wie neu und das Wasser sieht leider so gar nicht aus wie neu. Das ist echt faszinierend, weil so schlimm sah der Teppich eigentlich gar nicht aus. Aber das ist das Ding 1 plus mit Bienchen. So, das komplette Konstrukt ist jetzt zusammengebaut. Ich bin eigentlich echt zufrieden, außer dass die Kompressoren chrom sind. Das stört mich ein bisschen. Das zerstört ein bisschen das Gesamtbild. Aber ansonsten. Die alte war auch schon
Ja. Bin ich eigentlich echt zufrieden damit. So, was jetzt noch fehlt, ist, dass das darauf kommt. Ich habe hier noch eine zweite Platte, die werde ich unter den Kofferraumteppich legen. Und dort werden die Füße dann draufgeschraubt von unten. Und dann müsste das passen. Schauen wir mal. Let's go. So, Freunde. Der Kofferraumausbau ist im Kofferraum. Noch nicht 100% final. Das gefällt mir nämlich noch gar nicht, wie der da drin sitzt. Deswegen müssen wir noch ein bisschen was anderes machen. Aber für euch jetzt die ersten Bilder von diesem absolut pervers gewordenen Kofferraumausbau. Bitteschön. Also so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.